So, heute mal etwas anderes. Es muss ja nicht immer die Kamera aus dem Auto sein. Ich habe jetzt mal meinen Gimbal ans Handy angeschlossen. Und auf dem Weg etwas zu essen zu finden, was nicht ganz so einfach zur Zeit in Bangkok ist, habe ich dieses Voodoo-Café gefunden. Also werde ich da jetzt mal durchlaufen, Cappuccino Yen trinken, ein paar Zigaretten rauchen und hier ein kleines Filmchen drehen. Oh, Cappuccino Yen Zettel. Dio, 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 ma. ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับค่ะผมไม่ไกลเนี่ยผมอยู่สายไหมโอ้โหมาธุระแถวนี้แบบคะมาธุระแต่เคยมาซื้อได้ปะมาวันแรกที่นี่นะยังไม่เคยเห็นนะเนี่ยพิมพ์กระดาษเนี่ยก็ได้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับKinderspielplatz. Ja, es ist richtig toll hier. Kids Able. Also die Bedienung meinte gerade, dass jeden Tag hier offen wäre. Dafür, dass es jeden Tag offen ist, ist echt schade, dass nicht noch mehr Leute hier sind. Dann gehen wir mal da hoch. Sofern ich mich richtig erinnere, müsste das hier in der Nähe von Minbori sein. Okay. Toilette. Klassenzimmer. Jetzt überall nette kleine Sitzgelegenheiten. Vorne ist noch ein Michelin-Männchen.
gibt es irgendwelche Sitzgelegenheiten. Aber jetzt wird erstmal eine Zigarette geraucht und dann laufe ich mal hier hoch. Und auch wenn das hier wolkig und dunkel aussieht, ich schätze mal, dass ich mir gleich wieder meine Glatze verbrenne. Weil es doch ziemlich starke Sonnenstrahlen gibt. Ja, komm zu mir. Hier drüben scheint es eine Art Museum zu geben. Ich schaue nachher mal, ob die Türen offen sind, und gehe ich da auch noch rein. Und diese rostige Treppe. Schauen, ob sie hält. Fast umgefallen. Stufen sind für Kinderfüße gemacht. Ronald McDonald. Treppe. Und jetzt alte Motorräder, Roller. Dann schauen wir mal, ob der da reinkommt. Gehen wir mal noch in den Außenbereich. Da haben sie solche anscheinend klimatisierten kleine Häuschen.
sind diese kleinen Häuschen. Da hinten geht es auch nochmal irgendwo hinter, glaube ich mal. Ich bin neugierig, aus da vorne. Und hier haben sie abgeschlossen. Kann man leider nicht reingehen. Von der Schule. Und diese Enten, wenn ihr die jetzt seht, die sind echt. Das ist kein Plastik. Nee, natürlich sind die nicht echt. Family heaven. Ja, das sind die Air Conditions, wie ich mir das gedacht hatte. Nachher, wenn ich mit dem Auto fahre, mache ich noch ein Video von der Blumenstraße. Ich glaube, die dürfte so 5 bis 8 Kilometer lang sein. Schöne Straße mit Bäumen, vielen, vielen Blumen. Ich weiß natürlich nicht, wie die Blumen heißen, weil ich von Pflanzen mal null Ahnung habe. Zum Kajak, genau. Und dann werde ich diesen Ort auch schon wieder verlassen.